Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mir wieder Mühe gemacht, 10 Dinge rausgesucht, die mir diese Woche auf jeden Fall besonders gut gefallen haben. An der Stelle auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall schon mal ein Abo da und ein Like. Und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Piece. Los geht's. So Leute, das erste Piece, was ich gefunden habe, bei Zara. Und zwar ist es bei Zara eine relativ coole, modern geschnittene Jeans. Die sieht sehr, sehr nice aus. Die Waschung hat mir besonders gut gefallen. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier im Detail. Der Kollege hat das jetzt hier in All Denim an. Finde ich eigentlich ganz okay. Würde ich wahrscheinlich nicht so tragen. Aber wie ihr seht, die hat so einen sehr schönen, verwaschenen Look. Gefällt mir extrem gut und auch von der Passform her nicht allzu eng. Kann man auf jeden Fall mal testen. Mir persönlich gefällt sie echt gut und für knapp 30 Euro, denke ich mal, ist das auch voll preislich im Rahmen. Also wer sowas sucht, kann gerne bei Zara mal reinschauen, da gibt es aktuell die Hose zu kaufen. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Wie üblich ist das Ganze unbezahlt, dementsprechend einfach nur Produktempfehlung von mir. Trotzdem muss ich an der Stelle Werbung einblenden und ja, das ist das Piece Nummer 1. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2 und Piece Nummer 2 sind gestreifte Hemden. Auf jeden Fall sommerlich gestreifte Hemden und da habe ich ein sehr, sehr schönes gestreiftes Hemd bei Gant gesehen. Wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass Gant eine meiner Lieblingsmarken sind und ja, mir ist das aufgefallen. An der Stelle auch wieder eine dicke Empfehlung, weil es mit diesen dickeren Streifen findet man nicht allzu oft solche Hemden. Hat einen sehr, sehr coolen Fit. Und Regular Fit und sehr, sehr cool. Sieht eigentlich sehr nice aus. Mir persönlich gefällt es echt gut. Ich kann mich das echt gut vorstellen, im Sommer zu tragen und dementsprechend ist das auf jeden Fall mein Piece Nummer 2. Ich muss dazu sagen, natürlich 140 Euro ist nicht ganz so günstig, aber ich kann euch sagen, Gant ist natürlich eine sehr gute Qualität, ist jetzt keine, ich sag mal, Billigqualität und da zahlt ihr natürlich irgendwo schon ein bisschen die Qualität mit, aber die Sachen sind auch sehr nachhaltig, dementsprechend kann ich da eine dicke Empfehlung aussprechen und das wäre Piece Nummer 2. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 seht ihr jetzt hier, kommt am 3. Wo steht das? Hier, am 3.6. kommt der Schuh online. Und das ist einfach ein Jordan 1 in Mid, nicht in High, aber in All White. Ich denke mal für den Sommer ganz nice. Hat so ein bisschen was Special. Der hat zum Beispiel das Nike-Zeichen wie so eine Art Blitz, also wie so ein Haken mit drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Hat hier vorne nochmal das kleine Nike-Symbol. Wie gesagt, da viele immer, ich sag mal, auf der Suche sind nach solchen cleanen Sachen. Und ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Wollte ich den einfach mit reinnehmen. 130 Euro ist für so einen Jordan 1 auf jeden Fall ja, im Rahmen. Und dementsprechend, der kommt morgen raus. Das Video kommt heute noch an dem Tag noch online. Dementsprechend, morgen müsst ihr darauf achten. Und das wäre Piece Nummer 3. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei Weekday. Und zwar eine sehr, sehr coole, ja, wie sagt man, leichtere Jacke für den sommerlichen Abend. Finde ich sehr, sehr cool. Ist eine Art Hemdjacke. Hat einen sehr nicen Colorway. Also ich muss sagen, der gefällt mir echt extrem gut. Und ja, sieht echt so, ich würde fast schon sagen, wie aus Leinen aus. Hat eine sehr, sehr coole Farbe, wie ich schon gesagt habe. Und dann diese Taschen etc. Ich denke mal so braun gebrannt etc. Kann man das auf jeden Fall sehr, sehr nice machen. Und das wäre auf jeden Fall mein Piece Nummer 4. 55 Euro finde ich auch noch voll im Rahmen. Und ja, hat mir extrem gut gefallen. Und das wäre, ja wie gesagt, mein viertes Piece. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich bei Kohl's gefunden. Und wie ich euch ja in den vorigen Videos schon, oder in den vorigen, wer mir schon länger, ich sag mal, auf YouTube folgt, hat das schon mitbekommen, dass auf jeden Fall dieses Jahr diese sogenannten Kurzarmhemden auf jeden Fall gehen und gut tragen kann. Und dementsprechend fand ich es einfach mal wichtig, einen coolen Fit zu finden, und zwar in rein weiß. Ein rein weißes Hemd, was man auch so kombinieren kann, wie das hier ist. Einfach dazu, ich sag mal, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Chino. Und das habe ich jetzt gefunden bei Kohl's, auch für 60 Euro. Ist meiner Meinung nach auch noch im Rahmen. Größentechnisch ist, wie gesagt, alles noch da. Und das hat, finde ich, einen sehr, sehr coolen Fit und sehr simpel und clean gehalten, also sehr minimal gehalten. Und dementsprechend müsst ihr da aber nur auf die Größen und etc. achten, weil hier zum Beispiel das Model ist 1,90 Meter und trägt Größe M. Also wie gesagt, für die kleineren Leute oder normal großen Leute müsst ihr da zum Beispiel schon teilweise in Größe S gehen. Aber wie gesagt, testet das Ganze, wenn ihr euch sowas sucht, erstmal aus und zur Not könnt ihr es bestellen und dann immer wieder zurückschicken. Aber ich finde es sehr, sehr cool und auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, als wenn man sowas sucht in rein weiß.
Bleiben wir beim Thema und zwar bei dem Look, denn ich finde diesen Look eigentlich ganz cool. Und passend dazu habe ich einfach eine Chino rausgesucht. Die gibt es jetzt in unserem eigenen Shop und zwar bei Forage Clothing. Die ist jetzt gerade online, die war ein bisschen im Rückstand, die haben wir jetzt auch online gepackt. Und die würde zum Beispiel zu so einem Look extrem gut passen. Wie ihr seht, wenn man da jetzt drauf das weiße Hemd einfach kombinieren würde, würde echt cool aussehen. Und ja, hat einen sehr, sehr coolen Fit. Hat jetzt keinen Loose Fit oder so, einen normalen Regular Fit. Und ja, auf jeden Fall eine sehr coole Hose von dem Passform etc. kann ich das echt nur empfehlen. Und wer sowas sucht, das gibt jetzt bei uns im eigenen Shop. Auch den Link findet ihr unten in der Infobox. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece sind wieder bei Sneaker. Die habe ich gefunden bei Cali Roots. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. So, kann sein, dass ich jetzt von der Lichtung ein bisschen anders aussehe, aber ist ja nicht schlimm. Nur die kleinen Kinder hier in der Nachbarschaft sind am Spielen und das stört so ein bisschen im Hintergrund. Ist aber auch nicht böse gemeint oder so, aber ich habe es einfach mal zugemacht. So, auf jeden Fall das nächste Piece habe ich gefunden und zwar Sneaker bei Cali Roots und da gibt es gerade so eine Sonderversion von dem Vans Old School. Der heißt hier in dem Fall ein bisschen anders, Style 73 DX, ist aber im Prinzip ein Old School mit einer bisschen dickeren Sohle. Zumindest von der Form her, natürlich von den Nähten etc. ein bisschen abgewandelt, aber ich fand den sehr nice, hat einen sehr coolen Colorway, also diese schwarze Suit und dazu diese cremefarbenen Akzente, finde ich schon echt nice und wer sowas sucht, mal ein bisschen den anderen Vans und so ein bisschen anderen Vans ja, Look, finde ich auf jeden Fall eine coole Variante und den gibt es gerade, wie gesagt, bei Cali Roots und dementsprechend habe ich auch den in die 10 Favorite Pieces der Woche reingepackt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece sind, wie ihr schon mitbekommen habt, wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, auf jeden Fall gestreifte Hemden und es gab so ein Hemd, glaube ich mal vor Jahren, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube es gab mal sowas bei Sandro Paris und das Hemd war relativ schnell ausverkauft und jetzt gibt es im Endeffekt wie so ein Remake von Hollister oder die haben sich einfach das gleiche Hemd ausgedacht. Ist auch wie gesagt nichts Verwerfliches dran, aber ich finde das Hemd eigentlich ganz cool, erst recht für den Sommer, so ein bisschen so ein Bowling-Charakter, ein bisschen so lockeren und Urlaubscharakter und dementsprechend für 35 Euro finde ich es auf jeden Fall preiswert. Ist natürlich von der Marke, die mir persönlich normalerweise gar nicht zusagt, aber da man hier zum Beispiel gar kein großes Branding hat, klar, man hat hier unten dieses Hollister-Symbol so ein bisschen, aber ich sag mal, das ist ja nebensächlich. Ansonsten ist das Hemd echt clean gehalten, sehr, sehr nice und wer sowas sucht, gerne casual sowas tragen möchte, findet sowas auf jeden Fall hier, in dem Fall bei ASOS für 35 Euro von Hollister. So, dann kommen wir zum vorletzten Piece und vorletztes Piece ist ein T-Shirt und zwar, wer mich verfolgt, weiß, dass ich eigentlich ganz gerne so Stussy Sachen trage und ich habe auch Stussy T-Shirts und in dem Fall fand ich dieses weiße T-Shirt eigentlich ganz cool. Ich habe es jetzt mal mit reingepackt. Ich muss dazu sagen, diese 10 Favorite Pieces der Woche jede Woche zu finden, die mir persönlich auch gut gefallen. Klar, man hat die Qual der Wahl, aber in erster Linie sind das ja Sachen, die mir gut gefallen. Ist immer relativ schwierig und ich fand das T-Shirt eigentlich ganz nice. Ich packe euch natürlich nochmal den Link, nicht nur von Enclosing, sondern auch von Stussy Seite selber mit rein. Und ja, hat halt so ein relativ kleineren Schriftzug auf der Brust, aber nochmal einen fetten Schriftzug halt hinten auf dem Rücken und ich weiß, dass die T-Shirts echt nice sind und dementsprechend, wer sowas haben möchte, so ein bisschen dieser Skater-Vibes etc. sind ja eigentlich schon ganz modern, wenn man dieses ganze Loose-Fit-Thema ganz cool findet, kann man sowas ganz gut tragen und ich fand das T-Shirt echt cool und dementsprechend habe ich es mit reingepackt. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und das letzte Piece habe ich selber schon in meinem Kleiderschrank. Das ist nochmal eine Empfehlung, die habe ich mir vor Monaten mal bei Zara gekauft. Und ich habe meinen Kleiderschrank durchwühlt, weil ich gerade daran dabei bin, meine Summer Essentials zusammenzudrehen. Also ein Video, ich muss natürlich erstmal schauen, was für Sachen nehme ich und die dementsprechend ordne ich. Und da ist mir die Hose aufgefallen, ich habe die ewig nicht getragen und die gibt es sogar aktuell noch bei Zara. Und das ist eine sehr, sehr coole Hose. Die ist jetzt kombiniert hier mit so einem dicken Pullover. Aber ich kann euch sagen, die Hose ist jetzt nicht wirklich dick, hat aber einen sehr, sehr nicen Fit. Also so einen richtig schönen, das fällt echt nice. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Bild. Ich blende euch nochmal ein Bild ein, wie das Ganze fällt. Und die Hose hat so einen schönen Cremeton. Wer sowas sucht, auf jeden Fall eine dicke, dicke Empfehlung. Und die kostet gerade aktuell, und es gibt jede Größe noch, 19 Euro. Also quasi 20 Euro. Wie gesagt, ist ein sehr, sehr cooler Fit. Und kann ich echt dicke Empfehlungen für aussprechen und ja, hat auf jeden Fall was. So Leute, das war es auf jeden Fall wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vergesst, wie gesagt, nicht
ein Abo dazulassen, ein Like. Und dann sehen wir uns einfach die Tage wieder beim nächsten Video. Peace, Leute.